Bei typisch norddeutschem Schmuddelwetter lief am Freitag die Fregatte Brandenburg wieder in den Heimathafen ein. Die Mannschaft wurde feierlich von Kameraden und Familienmitgliedern in Empfang genommen. Die Brandenburg befand sich gut 5 Monate im NATO-Einsatz zwischen den griechischen Inseln und der türkischen Westküste. Die Marinesoldaten überwachten die Flüchtlingsströme der Region, um das Vorgehen gegen Schlepper zu erleichtern.